Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Susi 3 Folge. Ja, vor kurzem ist mal wieder was Neues für den Simulator erschienen, und zwar die Strecke von Celle bis nach Lehrte. Also die Verlängerung der fertiggestellten Strecke von Uelzen bis nach Celle. Und wir fahren heute mit der S-Bahn Hannover, und zwar mit der Baureihe 425 und einem weiteren Zugteil der Baureihe 424. Wir stehen gerade in der Abstellanlage des Bahnhofs Celle und werden unseren Zug in knapp 60 Minuten bereitstellen. Aber keine Angst, ich werde das alles kürzen mit der Taste F4, dem Zeitraffer. Und ja, wir fahren von Celle bis Lehrte, wechseln dort die Fahrtrichtung und fahren noch ein Stück auf der Strecke Hannover-Braunschweig bis Lehrte West, und dort endet auch das Let's Play dann. Hier wird ein weiterer Zug gerade bereitgestellt. Den elektronischen Buchfahrplan habe ich bereits auch schon aktiviert. Den habe ich hier in das Fenster gepackt, wo wir auch fahren. Und rechts im zweiten Bildschirm bei mir, den ihr jetzt nicht seht, da ist der Zugfunk und natürlich auch das Fahrgastinformationssystem aktiviert. Ja, zunächst einmal schauen wir uns unseren Zug an. Wir sitzen gerade in der Baureihe 425 und hinten ist auch der 424. Steht auch drauf S-Bahn Hannover. Und hier steht drauf DB Regio. Mit der Taste F9 kehren wir auch dann wieder zurück. So, damit es auch endlich auch losgeht, drücke ich mal die Taste F4. So, gleich geht's auch los. Rangierfahrt von Gleis 42, das Lichtsperrsignal gilt für dich. Bitte in den Güterbahnhof vorziehen. Das machen wir doch. Auf geht's. Mit Quitschi. Ja, ich bin auch mal gespannt, ob für Susi mal was aus dem Ruhrgebiet kommt oder so. Oder die Rheinstrecke, das ist ja in Planung, aber das ist ja wieder verworfen. Irgendwann soll ja auch noch dieses Netz da um Aachen kommen, dass man da bis Mönchengladbach-Düsseldorf fährt und irgendwann noch die Strecke Köln-Düsseldorf. Die wird ja von der TS-Strecke konvertiert. Da bin ich auch mal gespannt, wenn das mal soweit ist. Aber so das Netz Aachen da nach Herzogenrath-Mönchengladbach, das wird ganz interessant. Und wenn dann noch die Strecken nach Herlen und diese nach Alsdorf ist, hier mit dem Talent, der Euregiobahn, das wird dann schon ganz interessant. Da freue ich mich schon drauf. Ja, das passt. Das reicht. So, jetzt werden wir den Führerstand wechseln. Das Gedöns können wir auch wieder ausmachen, diesen Plan. Wir können aber wieder ein bisschen vorziehen zum Signal. Abfahrt ist hier um 5.08 Uhr ab Celle. Jetzt müssen wir kurz warten. Die Strecke, die wir dann auch befahren, das ist sozusagen praktisch, kann man sagen, auch eine
Umleitungsstrecke, wenn zum Beispiel jetzt die Strecke hier über Langenhagen irgendwelche Betriebsstörungen sind oder so, werden dann ICs und Intercity-Expresszüge sowie auch Metronomzüge hier über Lehrte umgeleitet. Da gibt es ja auch eine Verbindungskurve, die hinter Alixsee dann rechts abzweigt, um dann ohne Kopfmachen in Lehrte nach Hannover direkt zu fahren. Diese Verbindungskurve benutzen auch S-Bahn-Züge, allerdings, ich habe mir gedacht, für dieses Let's Play fahren wir in den Bahnhof von Lehrte rein. Das ist ja sonst langweilig. So. So, jetzt können wir... Also das finde ich auch schön, dass man hier den Zug bereitstellen muss und so. Fahrtrichtung ändern. Typische betriebliche Abläufe. Es gibt auch Fahrpläne, die hier mitgeliefert werden, wo man eine S-Bahn fährt von Lehrte nach Celle und auch wieder zurück. Dann gibt es natürlich auch Fernverkehrsaufgaben und Güterzug und Anschlussfahrten zu Betrieben. Ja, der Zustand der Strecke ist noch vor dem Umbau auf ESTW. Deswegen sieht man hier viele KS-Hauptsignale und Vorsignale, die noch ausgekreuzt sind. Die werden wir dann auch noch später auf der Strecke sehen. Hier zum Beispiel ausgekreuzt, noch mit HV-Signalen, die mir persönlich besser gefallen eigentlich. Da zum Beispiel. Rechts ein Parkhaus. Elershausen. Nein, da sind wir noch nicht, Mozart. Zack. So, den Schrott brauchen wir auch nicht mehr. Die Türen sind bereits schon offen hier. In knapp 4 Minuten geht es auch schon los. Schade, funktioniert die Zugvorbereitung hier irgendwie gar nicht. Schade. Gucken.
gucken nochmal. Wahlwiederholung. Ja, keine Ahnung. Funktioniert irgendwie nicht. Schade eigentlich. Hätte die Stimme kommen können, aber egal. Ja, Zusi nehme ich jetzt dann auch nicht mehr in 4K auf, sondern in Full HD. Meiner Meinung nach reicht das auch vollkommen, weil in Zusi merkt man eh jetzt nicht so den Unterschied wie im TS. Also Train Simulator merkt man dann schon eher den Unterschied, wenn man in 4K oder Full HD aufnimmt. Deswegen, und die Dateien sind dann auch nicht dementsprechend so groß. In 4K wäre das jetzt, ups, eine 50 GB Datei. Und in Full HD ist das eine 10 GB Datei dann. In einer vernünftigen Qualität. Auch ebenfalls. Das reicht auch. Das ist Quatsch. Musst du nicht übertreiben jetzt. Also für alle Interessenten, Zusi kostet 70 Euro um die. Und wie gesagt, alle Updates sind dann dementsprechend kostenlos. Also müsst ihr euch nicht extra kaufen oder so. Ihr müsst jetzt nicht die Strecke hier extra kaufen, die gibt es dann kostenlos dazu. Deswegen dauert das halt dementsprechend, bis da neue Sachen kommen, weil die Leute das in ihrer Freizeit machen. Aber dafür wird halt hier in Zusi wirklich der Wert auf Realismus gelegt und auch auf diese ganzen betrieblichen Abläufe, wie in der Realität, wie zum Beispiel halt diese Rangierfahrten oder halt auch teilweise Sperrfahrten und hier diese ganze technischen Sachen, Signale, Magnete, Sperrsignale, Rangiersignale, dass alles Wert gelegt wird, auch die Fahrleitung, der Zickzack und natürlich auch Stellwerke und so weiter und so fort. Ja, ne, das müssen wir noch ein bisschen zurück machen. Genau, zack. So, gleich können wir los. 8 nach geht es ab. Türen mache ich hier mit Z zu. Zwangsschließen. Tür zu. Zack. Abfahrt. Nächster Halt. Elershausen. Noch Bauarbeiten. Alles umgebaut hier. Rechts fährt gleich die weiterführende Strecke über Langenhagen nach Hannover ab. Zack. Quitschi.
So 140 ist die Streckenhöchstgeschwindigkeit auf dieser Trasse. Hier wird alles ja noch umgebaut. Im Train Simulator kann man diese Strecke nicht befahren, dort kann man halt nur Richtung Langenhagen abzweigen. Irgendwann soll auch, habe ich gehört, für Susi der Lückenschluss nach Hannover kommen. Weil der Abschnitt bis Lehrte West ist ja da. Das ist ja so die Vorstufe für den Weiterbau. Von links nähert sich ein Anschlussgleis eines Automobilzulieferers, was aber heute nicht mehr genutzt wird. Allerdings hier in Susi kann man dies befahren. Da kann man sich damit Rangieraufgaben dort austoben. Ja, irgendwie kriege ich hier so eine Soundfehlermeldung, irgendwas. Aber ist ja erstmal egal. Vielleicht ist das noch ein Fehler. Vielleicht noch ein Patch nachgereicht, keine Ahnung. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Bottenbahnanlagen hier. Oh, ein 307er hier. Sehr gut. Von der Bundesbahn.
Elershausen. 153. Doppeltraktion. Kohlezug. Wir stehen passend. Passt perfekt. Ah, schön Anzeiger hier auch. Na, geht die Schranke jetzt auch hoch? Das würde mich mal interessieren. Ah, doch, schön. Ja, aber die Autos fahren nicht drüber. Das ist ein bisschen schade. Ach, wir können wieder zumachen. Abfahrt. Nächste Station, Oze. Oze. Ausstieg rechts. Ist immer gut zu früh hier. Also das ist halt, was mich so an Susi auch immer so fasziniert. Diese ganzen Details, wie hier zum Beispiel so ein Fahrscheinautomaten. Oder halt diese Dachunterstände mit Fahrplan und diese typischen Informationen. Dinger da, Fernsprecher und eine Rampe und so. Finde ich halt schön gemacht, immer so diese Details hier. Ist leider auf einigen TS-Strecken wenig zu sehen. Außer wie jetzt zum Beispiel Münster-Bremen, Berlin-Leipzig oder diese ganzen Strecken Konstanz-Villingen, die sind echt wirklich super. Also das sind so wirklich schon High-Quality-Strecken im TS. So. Weiter geht's. Nächster Halt, Burgdorf.
Rapsfeld hier rechts. Musikstrecke wäre natürlich auch geil für Susi hier von Hagen, aber dann bis Gießen. Ich meine, den HLB-Flirt haben wir ja. Nächste Station, Burgdorf. Raiffeisen. Links. Busbahnhof. Hier fährt ja Regiobus Hannover. Burgdorf. Burgdorf Hahn. Weiter geht's. Nächster Halt. Alexee. Alexee oder Alexee. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Bitte korrigiert mich, wenn ich da was falsch gesagt habe.
Aber schöne Strecke. Ich fände es auch schön, dass das Sylt-Video bei euch von Susi sehr gut angekommen ist. Das hat mich richtig gefreut. Das letzte Susi-Video. Nächste Station, Alexe. Alexe wird dann wahrscheinlich ausgesprochen. So eine Starkstromleitung. Fahrradfahrer. Gott. Fahrradunterstand hier rechts. Alexe. SDB. Ja, Screenshot will ich jetzt nicht irgendwie drücken. Nachher ist da irgendwas hier falsch. Deswegen, das ist jetzt auch egal. Kommt der Gegenkurs. Gegenzug. Fahrplan ist auch wirklich hier sehr gut einhaltbar mit der Baureihe 425, 424. Macht auch Spaß. Sound ist auch gut. Führerstand ist auch jetzt endlich in HD. Tschüss. Exalt Leerte. Da war auch wieder ein bisschen Aufenthalt, aber den werde ich dann durch den Zeitraffer verkürzen. Bevor wir es machen, gucken wir uns den Bahnhof an. Abzweigend die Verbindungskurve nach Hannover. Kann man auch befahren. Das ist auch S-Bahn-Aufgaben. Nächste Station, Leerte. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Fahren wir gleich. Wir fahren mit der 424. Ich bin doch noch wach. In
die Richtung, wo wir gerade schauen, geht es in Richtung Braunschweig und auf die Nordbahnstrecke in Richtung Wolfsburg-Stendal-Berlin. So, die Türen sind Leerte. Die Türen sind jetzt auch auf. Haben den Führerstand gewechselt. Jetzt sitzen wir in der Baureihe 424. Ich will jetzt nicht den Hebel da rumspielen, natürlich nicht rumspielen hier. Hier der Bahnhof Leerte. Ja, Freikamera weiß ich jetzt nicht, welche Taste das ist, deswegen das verkneife ich mir jetzt auch irgendwas hier zu drücken, bevor die Aufnahme ich hier versemmel. Das wäre auch scheiße. Aber echt schön alles hier gemacht. Teils echt. Nice. Genau, Leerte hier. Sind wir eingemündet in die Strecke Hannover-Braunschweig. Hier endet und beginnt ja auch, wie gesagt, die 99, weiß ich jetzt nicht, eins von den beiden, eröffneten Schnellfahrstrecke, Neubaustrecke Hannover-Berlin über Wolfsburg-Stendal. Geschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern. Da fällt ja auch der bekannte ICE2. Das ist ja der Zug, der ins Ruhrgebiet fährt und dann in Hamm geflügelt und zusammengefügt wird. Der eine Teil fährt halt durchs Bergische, der andere Teil durchs Rheinland und durchs richtige Ruhrgebiet, also Essen-Duisburg. Und natürlich auch hier Regionalzugstrecken der Westfalenbahn, des RE60, RE70. RE60 ist ja nach Rheine und RE70 ist halt nach Bielefeld. So wie hier auch. Fährt hier überhaupt der Erix? Doch, der Erix. Der müsste. Ne, ich glaube, der fährt hier nicht. Der fährt da runter. Der Harzelbe. Der Erix nach Bad Harzburg. Der fährt ja hier Hildesheim. Der fährt ja da unten. Der fährt hier gar nicht. Und natürlich auch hier die Enno fährt ja hier auch. Von Hannover bis Wolfsburg mit 1440er Triebwagen. So, dann kürzen wir das Ganze ab. Ausfahrt steht auch schon mit 60. Können wir auch gleich losfahren. Eine Minute. Das Schöne ist, dass der Führerstand automatisch gewechselt wird. Da ist wieder die Verbindungskurve.
Ja, wir erreichen nun langsam das Ende. Lehrte West. Ich hoffe, dass Let's Play Susi 3 unterwegs auf der S7 von Celle bis Lehrte hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt. Und ja, mir hat es mal wieder Spaß gemacht, eine neue Susi 3 Folge euch zu präsentieren. Mal wieder was Neues für den Simulator. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Entweder von TS, OMSI 2 oder Susi 3, je nachdem. Susi 3 eher weniger, aber eher dann TS oder OMSI. Je nachdem. Das sind die 146 hinten. Auch mal was Neues. Bin mal gespannt, wann es bis Hannover weitergeht. Station. Ergebnis 99,2%. Wir hatten nur einmal Verspätung. Ich denke mal vielleicht so eine Minute oder so. Und sonst war auch alles gut. Wir haben die VMAX nicht überschritten. Hier können wir uns den Fahrtenschreiber angucken. Genau. Genau, wir sind die S7 gefahren von Celle Richtung Hannover, Celle Güterbahnhof bis Lehrte West. Ja, das war's dann für diese Folge und mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch auch dann, wenn ihr euch's anschaut. Und bis demnächst, Leute. Macht es gut. Tschüss.